So. Genau, ich bin Franz vom Funke und genau, ich werde heute dazu referieren, wie FFF den Kapitalismus stürzen kann. Und ich denke, es ist wichtig, erstmal zu sehen, was FFF erreicht hat in den letzten 2 Jahren. FFF hat eine Massenbewegung ausgelöst. Sie haben es geschafft, das Thema Klimawandel in den öffentlichen Medien eben sehr weit diskutiert worden ist. Das ist jetzt auf der öffentlichen Tagesordnung. Sie haben wirklich eigentlich alles erreicht, was man in diesem Feld als Massenbewegung erreichen kann. Politiker haben darüber gesprochen, haben sich so solidarisiert damit, erzählt, wie toll sie das finden, das Engagement der jungen Leute. Wissenschaftler haben sich hinter FFF gestellt, Eltern, Lehrer und so weiter und so fort. Und trotzdem hat FFF seine grundlegenden Forderungen nicht erreicht, sei es der Kohleausstieg, das 1,5 Grad Ziel, der Klimawandel geht weiter und die Regierung handelt nicht. Die ganzen Bitten, Appelle, die Gespräche von Greta Thunberg mit Merkel oder beim Weltwirtschaftsforum oder vor der UNO haben nicht das genützt, was sie hätten, also nicht das erreicht, was sie hätten erreichen wollen. Und das liegt nicht daran, dass die Politiker einfach zu dumm sind oder das nicht wissen. Ja, es ist seit 20 oder mehr Jahren wissenschaftlich ganz klar, was der Klimawandel heißt, was man tun müsste. Sie tun es aber nicht, sie sind unwillig. Und warum, will ich jetzt versuchen, in den nächsten Minuten darzulegen. Wir müssen, denke ich, erstmal verstehen, was die Ursache für den Klimawandel dargestellt, als wären es unsere individuellen Entscheidungen, unser individuelles Verhalten als Menschen, ob wir jetzt recycelbare Kaffeebecher benutzen oder nicht oder so. Aber die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Es sind vor allem ist für vor allem die Industrie und die großen Konzerne, die dafür verantwortlich sind. Ihr kennt bestimmt diese Studie, dass die 100 größten Konzerne für 70% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Knapp 40% der CO2-Emissionen hierzulande stammen aus der Energiewirtschaft. Ja, 20% aus dem Care, so und ja, also die Industrie, die Produktion, die Unternehmen sind das entscheidende Feld für den CO2-Ausstoß. Das Duisburger Stahlwerk von Thyssen und Krupp setzt 8 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr frei. Also das ist 1% aller CO2-Emissionen. Ja, also ein Werk. In der Schweiz, die Zementfirma Lafarge-Holcim, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, stößt jährlich viermal mehr CO2 aus als die gesamte Schweizer Bevölkerung. So. Und Haushalte stoßen, glaube ich, oder sind für 17,1% der Emissionen verantwortlich. Und wenn man sich überlegt, im Haushalt kann man ja nicht also kann man ja nicht entscheiden, wie Sachen hergestellt werden, ob klimaneutral oder nicht. Ja, man muss irgendwie das nehmen, was es halt gibt. Man kann zwar Heizkosten sparen, aber man kann nicht darüber entscheiden, ob der Vermieter eine umweltfreundliche Heizung installiert oder nicht. So, das heißt, die Entscheidungsgewalt darüber, wie Sachen hergestellt werden, ob sie klimaneutral hergestellt werden oder nicht, liegt bei den Unternehmern, liegt bei den Privateigentümern der Konzerne. So. Und die werden das machen, was ihnen Profite einfährt. Im Kapitalismus muss ein Unternehmen Profite erwirtschaften, sonst geht es im Markt unter. Das ist keine Frage der persönlichen Entscheidung oder so. Es ist nicht so, dass Kapitalisten einfach irgendwie aus magischer Art und Weise die Umwelt scheiße finden, sondern
Sie sind eben gezwungen, so profitabel zu produzieren, wie es eben möglich ist. Und das heißt, alles, was nicht unmittelbar Profite erzielt, werden sie nicht machen. Und die klimaneutrale Umrüstung der Industrie, der Umstieg von Kohle auf erneuerbare Energien und so weiter und so fort, kostet, sind Investitionen, ohne dass dadurch neue Profite oder höhere Profite erwartbar wären, so dass sich diese Investitionen lohnen würden. Deswegen werden sie das nicht umsetzen. So. Kann die Politik daran etwas ändern? Könnte die Bundesregierung die Kapitalisten nicht zwingen? Rein legal könnte sie das vermutlich schon, aber die Realität ist, dass die Konzerne und die Politik durch ziemlich viele Sachen miteinander verbunden sind. So. Ihr müsst euch nur fragen, so was könnt ihr tun, um die Politik der Bundesregierung zu beeinflussen? Wir alle können alle 4 Jahre wählen. Und das war's. Könnt ihr euch Parteispenden leisten in einem Maße, das irgendwie relevant ist? Ja, vermutlich nicht. Könnt ihr Lobbyisten bezahlen, die sich mit den Politikern zum Abendessen verabreden? Könnt ihr euren Politikerfreunden nach deren Karriere im Parlament einen profitablen Aufsichtsratposten anbieten? Vermutlich nicht. Ja, habt ihr das Geld, mit Sigmar Gabriel Abendessen zu gehen oder mit Angela Merkel oder Olaf Scholz? Ist vermutlich keine so erstrebenswerte Sache, aber ja. So, die Antwort ist nein. So. Und da können wir noch so viel appellieren, moralische Appelle machen, in den Medien irgendwas sagen. Unsere Argumente werden immer gegenüber den finanziell sehr gut ausgestatteten Argumenten der Autoindustrie, der Kohleindustrie im Winde verhallen. So. Die Autoindustrie ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. So, es geht, wie gesagt, in der Wirtschaft um Profite, nicht ob Sachen sinnvoll sind, und die Autoindustrie fährt am meisten Profite ein. Die gesamte Export- oder ein Großteil der Exportwirtschaft der BRD hängt von der Autoindustrie ab. Keine Regierung auf kapitalistischer Grundlage wird sagen, ja, okay, dann machen wir die Autoindustrie jetzt zu und bauen die Bahn aus. So. Und deswegen müssen wir den Kapitalismus stürzen. So. Deswegen müssen wir eine demokratische Planwirtschaft haben, wir müssen den Sozialismus aufbauen, um den Klimawandel zu stoppen. So. Im Kapitalismus ist die Industrie in der Kontrolle in den Händen einer Minderheit, die für Profite herstellt. Wir müssen die Arbeiter müssen die Kontrolle gemeinschaftlich über die Produktionsmittel erlangen und können dann demokratisch planen, was benötigen wir, wie stellen wir was her, wie rüsten wir die Industrie klimafreundlich um, auf demokratische Art und Weise, wer produziert was, wie stellen wir das her. Denn, wie gesagt, die Kapitalisten werden die Umrüstung nicht machen, weil sie unprofitabel ist. Und wir können aber nur die Sachen verändern, die wir kontrollieren. Und wir können nur kontrollieren, was uns gehört. So. Das wäre die erste These. Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir dahin? Wie kann FFF das schaffen? Oder wie kann die Bewegung insgesamt das schaffen? So. Und ich glaube, der zentrale Punkt ist, dass wir dafür die Arbeiterinnen und Arbeiter benötigen. Die Arbeiterbewegung für die Klimabewegung gewinnen müssen oder für diese politischen Punkte. Denn Schüler- und Studierendenproteste und Streiks können einem Thema Aufmerksamkeit geben. Sie können es auf die Straße tragen, in die Medien. Aber weder Großkonzerne noch Politik interessieren sich letztlich ernsthaft dafür, ob Schüler jetzt in die Schule gehen. Dann gehen die halt freitags nicht in die Schule. Ja, und so, ne? Genauso, wenn Studierende Uni schwänzen und dadurch ihre Prüfungen versemmeln, das kann den Kohlekonzernen ziemlich wurscht sein. So. Und ziviler Ungehorsam, zumindest wenn er keine riesige Massenaktion ist, ist in den meisten Fällen halt einfach eine reine Symbolaktion und wird von der Polizei geräumt. So. Ende Gelände ist es
an sich löblich, dass sie, was sie tun, aber sie besetzen ein Kohlerevier für ein Wochenende, dann kommt die Polizei, prügelt sie weg. Und in den Medien steht dann, die Umweltaktivisten sind schuld, dass ihr Kohlearbeiter euren Arbeitsplatz verliert. So. Die Waldrodungen in Hessen sind auch so ein Ding. Ja, also es ist löblich, sich auf Bäumen zu verschanzen, aber letztlich kommt die Polizei und der wirkliche Staat räumt es einfach. Dafür ist die Polizei da. So. Aber wenn Arbeiter streiken, dann tut das Konzern und Politik richtig weh, weil Arbeiter, die sind, die allen Wert in unserer Gesellschaft herstellen. Alle Profite der Kapitalisten kommen aus der Arbeit der Arbeiterinnen und Arbeiter. So. Ohne die Arbeiter dreht sich kein Rad, kein Auto wird hergestellt, kein Strom ist irgendwie, steht zur Verfügung und letztlich die Gesellschaft, der Staatsapparat kann auch nicht funktionieren. Wenn der ÖPNV streikt, kommen die Leute morgens nicht zur Arbeit und so weiter und so fort. Und deswegen brauchen wir die Arbeiterinnen und Arbeiter, um den Klimawandel zu stoppen, um gegen den Willen der Kapitalisten, der Besitzer, der Autokonzerne, der Kohlekonzerne und der Industrie insgesamt die klimafreundliche Produktion und Umrüstung durchzusetzen. So. Deswegen brauchen wir den Streik aller Arbeiterinnen und Arbeiter, weil die Arbeit in ihren Händen eine riesige Macht halten. Und sie haben auch vor allem kein Interesse daran, A, das Privateigentum aufrechtzuerhalten, B, irgendwie die Profitinteressen des Unternehmers zu unterstützen. Sie hängen nicht ab davon. Und vor allem wissen sie, wie was hergestellt wird. Wir brauchen die Kapitalisten eigentlich nicht. So. Die Arbeiter letztlich wissen genau, wie die Produktion läuft und könnten sie sehr gut unter eigener Regie fortführen. Die Schülerstreiks haben also erreicht, was sie erreichen konnten. Und jetzt muss die Bewegung auch eine Stufe höher gehen, muss irgendwie weitergehen, um erfolgreich zu sein, oder sie wird letztlich versanden. Weil wir haben jetzt 2 Jahre lang gebeten, Appelle gemacht an die Politik und so weiter. Nichts hat sich verändert. Und wenn jetzt nicht eine neue Strategie gemacht wird, die erfolgreicher ist, werden viele Leute, die Teil der Bewegung sind, frustrieren und sagen, ey, ich laufe hier seit 2 Jahren auf den Streik, nichts verändert sich, scheinbar funktioniert das nicht so. Die Bewegung muss jetzt den nächsten Schritt gehen. Genau, und eben die Verbindung mit der Arbeiterklasse ist eben dafür entscheidend. Aber genau diese Verbindung, also der Klimabewegung mit der Arbeiterbewegung, versuchen die Kapitalisten eben zu verhindern. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger und aktueller Punkt. So. Es kommt dann nämlich das Arbeitsplatzargument immer. Wer ist schuld, dass die Kohlereviere geschlossen werden? Ja, FFF. So, wenn wir den Klimaschutz so umsetzen, wie FFF das fordert, dann heißt das doch, dass tausende Arbeitsplätze in der Autoindustrie bei den Zuliefererfirmen abgebaut werden und so weiter und so fort. So, und wir müssen ganz klar sagen, das ist eine Lüge. Das wäre nicht nötig. So, was ist die wahre Ursache für diesen Arbeitsplatzabbau und die Massenentlassung? Ja, gerade in der Autoindustrie haben wir, ist das gerade ein sehr aktuelles Thema, sehr viele Konzerne entlassen. Ich glaube, Mercedes wird 20.000 Arbeiter entlassen. Conti, eine Zuliefererfirma, die für die Autoindustrie Sachen herstellt, hat jetzt auch, ich glaube, sogar ein Werk schließen wollen. Auf jeden Fall haben sie Leute entlassen. Mann in der Steiermark, glaube ich, in Österreich macht dasselbe. Es gibt zahllose Konzerne, bei denen das der Fall ist. Und nicht nur in der Autoindustrie, die Raffinerie der Firma Total in Frankreich in der Nähe von Paris soll jetzt auch geschlossen werden. 700 Arbeiter sollen entlassen werden und damit auch gesagt, ja, unser Unternehmen will sich grünen umstellen, bla bla bla. So. Das ist aber halt Unfug. Die Ursache für diese Entlassung ist die Krise des Kapitalismus. So. Der Kapitalismus ist ein Wirtschaftssystem, dem Krisen inhärent sind, das ohne Krise nicht existieren
kann. Denn im Kapitalismus, wie gesagt, werden Sachen für Profit hergestellt. Warum? Weil es im Kapitalismus konkurrierende Privatunternehmer gibt. So, jeder dieser Unternehmer will eigentlich den gesamten Markt für sich haben. Also will, dass eigentlich nur noch seine Produkte verkauft werden. Und deswegen versuchen sich die Unternehmer gegenseitig zu unterbieten. Wie tun sie das? Indem sie ihre Produktion effizienter machen, automatisieren, immer weniger Arbeiter beschäftigen und so weiter. So. Aber um das zu tun, brauchen sie möglichst hohe Profite. So. Ein wichtiger Teil des Profits geht natürlich auch in die Privatkassen, damit Elon Musk in einem goldenen Tesla auf den Mond fliegen kann oder so. Aber hauptsächlich brauchen die Kapitalisten die Profite auch eben, um es immer wieder in die Produktion zu reinvestieren, um im Wettbewerb mithalten zu können. Das heißt, dieser Wachstumszwang oder der Profitzwang, das ist auch jetzt keine moralische Verfehlung einzelner Kapitalisten, sondern das ist die Kernessenz des kapitalistischen Systems. So. Der Profit wird also, die Produktion für Profit wird also gewissermaßen zum Selbstzweck. Es geht überhaupt nicht mehr darum, was benötigt wird. Brauchen wir Autos? Ist es sinnvoll, Autos herzustellen? Was macht für die Gesellschaft am meisten Sinn, wenn wir uns mal zusammensetzen würden? So, nein, darum geht es nicht. Und das führt eben dazu, dass immer wieder Zeug hergestellt wird, weil man braucht ja die Profite. Irgendwann hat aber jeder das irgendein Produkt, was halt da ist. Bauen ja alle Kapitalisten ihre Produktion aus und das führt letztlich in eine Überproduktionskrise. Also die Nachfrage ist gesättigt, die Kapitalisten finden keine Abnehmer mehr für ihre Produkte, ihre Profite brechen ein und sie müssen Leute entlassen, Löhne senken, Kürzungspolitik umsetzen. Und das ist genau das, was jetzt geschehen ist. 2008 das erste Mal, seitdem wurde die Krise nicht gelöst, sie wurde oberflächlich weiter hinausgezögert und das Coronavirus hat die zweite Rezession ausgelöst. Der Grund für die aktuelle Rezession ist nicht das Coronavirus. Das Coronavirus war der Funke sozusagen, der die Explosion ausgelöst hat, aber es hätte auch irgendein anderer Faktor sein können. Und jetzt sind wir aber in einer Situation, wir haben große Überkapazitäten, also Überproduktion schon seit Jahren, aber jetzt immer mehr im Automobilsektor, im Stahlsektor, in vielen anderen Sektoren. Und das heißt was? Es müssen Arbeitsplätze abgebaut werden, eingespart werden, Löhne gesenkt werden. Wie gesagt, das ist einfach, was jetzt ganz klar auf der Agenda steht. Ganz viele Großkonzerne wollen jetzt aus genau diesen Gründen eben Massenentlastungen umsetzen. Und auf der anderen Seite, was passiert in der Krise? Auch Großkonzerne werden vom Staat gerettet. Großkonzerne kacken ab und dann sagt der Staat, okay, wir bezahlen euch alle eure Verluste, die Profite könnt ihr weiterhin für euch behalten. Nur wie zahlt der Staat das? Das zahlt er, indem er Schulden macht. So. Die Bundesregierung hat jetzt in der Rezession, die durch Corona ausgelöst wurde im letzten Jahr, ich glaube, wie viel waren das? 600 Milliarden Euro als Sofortmaßnahme für die Großkonzerne, wohlgemerkt. Nicht für Kleinunternehmen oder so, allein für die großen Konzerne Verfügung gestellt. Und Olaf Scholz hat, der Bundesfinanzminister der SPD, hat direkt zu Anfang an gesagt, es gibt nach oben kein Limit. So. Wir werden alles Geld in Bewegung setzen, um die Großkonzerne zu retten. Einer dieser Großkonzerne ist die Lufthansa, die mit 9 Milliarden Euro Staatskohle gerettet wurde, ohne dass es irgendwelche Auflagen gab, was CO2-Emissionen angeht, ohne dass der Staat irgendwie Kontrolle oder Einfluss auf das Unternehmen genommen hat und während einfach Arbeitsplatzabbau und Lohnsenkung durchgesetzt wurden. Dieses Geld muss irgendwie wieder zurückgezahlt werden. Der Staat hat Schulden, das Geld muss irgendwie wieder eingespart werden. Und wo spart der Staat? Natürlich bei Sozialausgaben, Bildung, bei Steuern, die letztlich die Arbeiterklasse belasten. Das ist die ganz einfache Frage. Wer soll zahlen? Unternehmer oder die Arbeiterinnen und Arbeiter? Das ist die Situation, in der wir jetzt gerade sind. Und die Kapitalisten versuchen jetzt, diese Angriffe auf den Lebensstandard, also von der eigentlichen Ursache abzulenken, von der Ursache des Kapitalismus, der kapitalistischen Krise und dem Schutz ihrer
Profite und stattdessen sagen sie eben, ja, der Klimawandel ist schuld, wir müssen mit der Zeit gehen und so weiter. Das Elektroauto ist so eine Sache. Viele große deutsche Autokonzerne investieren jetzt in Elektroautos, BMW, VW und so weiter. Warum liegt ihnen der Klimawandel am Herzen? Nein, das lag ihnen die letzten Jahrzehnte nicht am Herzen. Das tut es auch jetzt nicht. Der Witz ist, dass Elektroautos eben wesentlich weniger Arbeiter benötigen, um sie herzustellen. Man kann dieselbe Menge an Autos herstellen mit wesentlich weniger Arbeiterinnen und Arbeitern. Also es ist letztlich eine Möglichkeit, Massenentlastungen durchzusetzen und sich so hinzustellen, als würde man was für das Klima tun und dass die Leute jetzt arbeitslos sind. Das tut ihnen ja furchtbar leid, aber so ist es halt. Und überhaupt ist dann halt FFF daran schuld. So. In der Kohleindustrie ist es genau dieselbe Sache. Die Kohlekonzerne senken Löhne, entlassen Leute und sagen halt, ja, was sollen wir tun? Und bei Austeritätspolitik ist es genau dieselbe Sache. In Belgien haben die Schulen so einen Tag eingeführt, wo sie weniger heizen. Da haben sie den Eltern gesagt, bitte zieht eure Kinder warm an, wir machen einen Energiespar-Awareness-Tag und heizen die Schule einfach weniger. Und haben so getan, als würde es um Umweltschutz gehen. Letztlich geht es natürlich aber darum, dass die Kommunen Geld sparen. So. Und in Frankreich die Spritsteuer, die Gilets Jaunes-Bewegung ausgelöst hat, war genauso eine Sache. Also es wurde behauptet, es soll eine Spritsteuer gemacht werden, um gegen den Klimawandel was zu machen. Letztlich hat das vor allem die Arbeiterinnen und Arbeiter, also mussten das zahlen, die halt, weil der ÖPNV scheiße ausgebaut ist, die mit dem Auto jeden Morgen zur Arbeit fahren mussten und eh wenig Geld haben. So, und dasselbe werden wir hierzulande sehen. Wir haben in diesem Jahr Wahlen. Muss ich mal auf die Zeit schauen. Und die nächste Bundesregierung wird einfach aufgrund der kapitalistischen Krise eine harte Kürzungspolitik umsetzen müssen, Massenentlassungen politisch rechtfertigen müssen. Und eben Sparpolitik des Staates umsetzen müssen. Nicht, weil es eine Frage der Ideologie ist, nicht, weil die CDU besonders gemein aus so Friedrich Merzen besteht, die Hartz-IV-Empfänger-Tränen zum Frühstück trinken oder so, sondern weil der Kapitalismus eben so funktioniert. Und die Grünen sollen eben genau das tun. Die Grünen haben in gewisser Weise von FFF oberflächlich profitiert, weil Leute denken, dass sie eben für den Klimaschutz stehen. Aber die Grünen sind eine kapitalistische Partei. So, die Grünen sind FDPler mit Garten. Das muss man ganz klar sagen. Und ich habe jetzt nicht viel Zeit, um auf die Geschichte der Grünen einzugehen und so weiter. Aber nur mal ein paar Fakten zur Parteifinanzierung der Grünen. Die Grünen erhalten Parteispenden von Unternehmen wie der Post, der Telekom, dem Bundesverband der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen, also für alle, die gerade auf der Wohnungssuche verzweifeln oder sich für DW und Co. enteignen interessieren, ja. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, der Arbeitgeberverband Gesamtmetall, also einfach die direkte Verbindung zur Industrie. Die wirtschaftliche Vereinigung Zucker E.V., was ich besonders witzig finde, weil viele Grünen-Wähler im Prenzlauer Berg, den ist vermutlich gerade der Dinkel-Vollkorn-Keks im Hals stecken geblieben. Der Verband der Krankenversicherung, der Bundesverband Erneuerbare Energien, der Bundesverband Paket- und Express-Logistik, dann sehr schön, der ACE Autoclub Europa. Blablabla. Ich könnte noch endlos aufzählen, aber ich denke, das spricht für sich und es ist auch immer wieder herzerwärmend zu schauen, was ehemalige Grünen-Politiker mittlerweile so machen. Joschka Fischer, vielleicht erinnert ihr euch, früher Außenminister für die Grünen unter der Schröder-Regierung, vertritt inzwischen die Interessen von Konzernen wie Siemens, BMW und RWE. 2009 schloss er einen Vertrag mit den Energieversorgern RWE und OMV als politischer Berater für den geplanten Bau der 3000 Kilometer langen Nabucco-Pipeline, die Erdgas vom Kaspischen Meer über die Türkei in die EU transportieren sollte.
Und er hat konkurriert mit seinem besten Freund Gerhard Schröder, der ja jetzt für Gazprom arbeitet. Also mit ein bisschen Glück hätte ein Grüner das deutsche Gesicht von Gazprom werden können. Nichts geworden, aber ich glaube, Joschka kann sich nicht beschweren. Matthias Berninger von den Grünen war parlamentarischer Staatssekretär 2001 bis 2005 bei der Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft und war Landesvorsitzender der Grünen in Hessen. Seit seinem Ausscheiden aus der Politik arbeitete er als Lobbyist unter anderem für den Nahrungsmittel- und Süßwarenkonzern Mars Incorporated und seit 2019 ist er der Leiter des bereits des Ressorts Öffentlichkeit und Nachhaltigkeit der Bayer AG, das ist Chemiekonzerns. Simone Maria Peter, auch von den Grünen, ehemals Parteivorsitzende und Ministerin für Umwelt, Energie und Verkehr im Saarland, ist jetzt Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie, also eines Arbeitgebervereins. Knapp 50 Unternehmen und Verbände vertritt dieser Lobby-Dachverband. Das ist besonders schön. Daniel Mack war Mitglied des Hessischen Landtages und ist jetzt Lobbyist bei Mercedes. Auch diese Liste könnte man endlos weiterführen. Ich glaube, das spricht für sich. Und wenn man sich anschaut, was die Grünen fordern, was die Grünen machen, ist eigentlich, sie nehmen sich die Wunschliste der Kapitalisten für die nächste Zeit, Protektionismus gegenüber China. Also wir haben eben über die Überproduktionskrise gesprochen, zum Beispiel im Stahl. China stellt sehr viele Autos und Stahl her, Deutschland auch. Und die EU ist der wichtigste Markt für die BRD. Und deswegen wollen sie das machen, was die USA gegen uns gemacht hat. Das wollen sie gegenüber China machen, eben Protektionismus. Und die Grünen finden das auch super. Also uns kann das wurscht sein, aber ja, nur um ein Beispiel dafür zu nennen. Aber wie rechtfertigen sie das damit, dass ja, in China wird ja so umweltschädlich hergestellt, bla bla bla. Und genauso werden sie für jeden anderen Wunsch des Großkapitals eine ökologische Rechtfertigung finden. Und wenn wir verstehen und sehen, dass die nächste Bundesregierung Austeritätspolitik machen muss in der kapitalistischen Logik, dann werden sie auch das genau so tun und dafür Öko-Ausreden finden. Und werden erzählen, dass es schade ist, wenn die Leute arbeitslos werden, aber es ist eben wichtig, dass sich die Autoindustrie und die Energieindustrie transformiert und das geht halt eben nur mit Arbeitsplatzverlust und so weiter. Ein weiteres Monsterprojekt in dieser Auflistung ist die CO2-Steuer. Also wir müssen uns entschieden gegen die CO2-Steuer stellen, weil was macht die CO2-Steuer? Die CO2-Steuer, erstmal behauptet sie, es ist unser aller Schuld, dass der Klimawandel da ist. Wir wären verantwortlich für den CO2-Ausstoß und wir, die Arbeiterinnen und Arbeiter, sollen dafür eben bezahlen. Was soll mit diesem Geld geschehen? Der Staat soll dieses Geld nutzen, um klimafreundliche Technologie zu subventionieren, um die Umrüstung der Industrie, die klimaneutrale Umrüstung der Industrie zu finanzieren. So. Das ist mega scheiße, weil es einfach von den Arbeitern Geld nimmt, es den Kapitalisten schenkt und sagt, hey, ihr habt Milliarden auf dem Konto liegen. Ihr habt gerade keine Lust zu reinvestieren, weil es ist Überproduktionskrise, eure Investitionen würden sich nicht lohnen. Wir verstehen das. Nehmt das Geld der Arbeiter, kauft euch die schönste neue Technologie und die Gewinne, die ihr damit einfahrt, die könnt ihr schön selber für euch behalten. Das ist die CO2-Steuer. Die CO2-Steuer ist ein Angriff auf den Lebensstandard der Arbeiterinnen und Arbeiter und darf nicht unterstützt werden. Und selbst diese Pseudo-Ausgleichsgelder, die da vorgeschlagen wurden für Normal- und Geringverdiener, werden letztlich doch darauf hinauslaufen, dass Arbeiterinnen und Arbeiter, Geringverdiener und Normalverdiener eben Geld verlieren werden. Wir haben einen Artikel dazu auf der Homepage. Es gab dazu mal so eine Rechnung. Mal schauen, wie ich in meinen Notizen bin. Moment. So, also, long story short, die Zeit rennt auch schon wieder weg. Aber so soll die Arbeiterklasse gespalten werden und die Umweltbewegung gegen die Arbeiterbewegung ausgespielt werden. So, und das darf sich FFF nicht gefallen lassen. Wir leben in einer Klassengesellschaft. Und auch das Thema Umweltschutz lässt sich davon nicht lösen. Wenn man sich nicht klar auf die Seite der Arbeiter stellt, dann endet man letztlich darin, dass man
kapitalistische Interessen umsetzt. So. Also, wie kann FFF dieser Spaltung entgegenwirken? Wie kann FFF die Arbeiter gewinnen für die Klimastreiks? Denn es ist, wie gesagt, vorher eben zentral, dass die Arbeiterklasse gewonnen wird, um die Kapitalisten zu enteignen, um die Wirtschaft in die demokratischen Hände der Gesellschaft zu legen. Das geht nur mit den richtigen Forderungen. FFF muss Forderungen aufstellen, die im Interesse der Arbeiter sind. So, nicht die CO2-Steuer. FFF muss klar sein, dass es nicht die Schuld der Individuen ist, jedes Einzelnen, sondern der Kapitalisten. So. Nehmen wir, also schauen wir uns nochmal an, wo wird das meiste CO2 ausgestoßen? In der Energiewirtschaft, durch die Autoindustrie, das sind die zentralen Punkte und so sonst in der Produktion. So. Was ist die Forderung? Wir müssen sofort die Kohlekraftwerke zumachen und wir müssen in erneuerbare Energien investieren. Wir müssen sofort alles, also technologisch könnten wir ja schon die Wirtschaft sofort CO2-neutral oder zumindest also umrüsten oder jedenfalls die CO2-Emissionen enorm reduzieren. Scheitert nur daran, dass die Kapitalisten nicht das Geld in die Hand nehmen, um diese Maschinen zu erwerben, aber das könnte man natürlich tun, wenn man eine Planwirtschaft hat. Also die sofortige klimaneutrale Umrüstung der Industrie insgesamt so. Was wäre noch eine wichtige Forderung? Dass man Kapazitäten, also Technologie, Arbeitskräfte und so weiter aus dem Automobilsektor abzieht und die nutzt, um den Schienenverkehr massivst zu erweitern. So, man kann nicht den Leuten sagen, ja, fahr mal weniger mit dem Auto oder so, wenn der ÖPNV scheiße ausgebaut und unterfinanziert ist, wenn die Tickets der Deutschen Bahn teuer sind, die scheiß Züge nicht fahren, wann sie sollen, ja, und so weiter und so fort. Und das müssen wir machen bei Beibehaltung jedes Arbeitsplatz ist. Also wir müssen fordern, eben zum Beispiel, dass die Arbeiter, die jetzt in der Autoindustrie arbeiten, umgeschult werden, so dass sie helfen können, das Schienennetz auszubauen, erneuerbare Energien auszubauen. Und wir können uns einfach nicht leisten, dass Leute arbeitslos werden. Nicht nur, weil es scheiße für die Leute ist, sondern weil wir alle Ressourcen und Kapazitäten, die unsere Gesellschaft hat, benötigen, um den Klimawandel zu stoppen. Wir müssen alles, was uns zur Verfügung steht, nutzen, um erneuerbare Energien auszubauen, das Schienennetz auszubauen. Und das geht, wie gesagt, eben nur mit einer Planwirtschaft. Aber das heißt eben auch, wir können diese Maßnahmen machen, ohne dass dadurch Leute arbeitslos werden, ohne dass dadurch Löhne gesenkt werden und so weiter und so fort. So. Wenn die Kapitalisten sagen, ja, wir können uns die Umstellung ohne Entlastung nicht leisten, dann sollen sie halt ihre Geschäftsbücher offenlegen und zeigen, dass sie das nicht können. Wenn sie es wirklich nicht können, müssen sie verstaatlicht werden. Aber wir werden bei sehr vielen Unternehmen sehen, dass sie sehr viel Geld herumliegen haben, was sie nicht investieren. So. Wir müssen für die Enteignung der Immobilienkonzerne einstehen und die demokratische Kontrolle der Arbeiter über den Wohnraum, damit wir die neuesten die neuesten Wärme- und energiedämmenden Sachen einbauen können, die umweltfreundlichsten Heizungen und so weiter und so fort. Auch das ist eine Forderung, die ganz klar im Interesse der Arbeiterinnen und Arbeiter ist in der jetzigen Wohnungskrise. So. Und wenn wir die ganze Wirtschaft so effizient nutzen, wie es geht, wenn wir die Industrie, die Produktion klimaneutral umrüsten und wenn dann weniger Arbeit anfällt, dann entlassen wir doch nicht Arbeiter, sondern dann senken wir die Arbeitszeit für alle bei demselben Lohn. So. Und das sind die Forderungen, mit denen FFF auftreten muss oder mit Konkretisierung und Spezifizierung dieser Forderung für konkrete Arbeitskämpfe. Also, richtige Forderungen sind der erste Schlüssel. Forderungen, die im Interesse der Arbeiterinnen und Arbeiter sind. Nur so kann FFF Teil der Bevölkerung gewinnen, die jetzt noch nicht für FFF sind, die jetzt gegen FFF sind. Weil im Moment streitet sich der 50-jährige Kohle
Arbeiter aus Nordrhein-Westfalen oder aus Sachsen mit seinen 15-jährigen Kindern, ob jetzt die FFF-Kinder schuld sind daran, dass er arbeitslos wird, oder ob der Vater daran schuld ist, weil er irgendwie halt arbeiten muss und Lohn nach Hause bringen muss, ob er daran schuld ist, dass der Klimawandel geschieht, und so Slogans wie "Es gibt kein Recht auf Kohle, Kohle, Bagger fahren", die teilweise von FFF kommen, sind halt extrem kontraproduktiv und schlicht falsch, um das nett zu sagen, und bestärken diese Spaltung in der Bevölkerung, die wir gerade eben überkommen müssen. Also die richtigen Forderungen sind die erste entscheidende Sache, die FFF aufstellen müsste, die FFF machen müsste. Die zweite ist eine Kampagne für den Generalstreik. Wir müssen den Streik ausweiten. Wir werden nur den Kapitalisten unsere Forderungen aufzwingen können, wenn die Arbeiterinnen und Arbeiter streiken, weil sie die Macht haben. So. Nur ist die Gewerkschaftsführung relativ träge. Die Gewerkschaftsführung haben sich in den letzten Jahrzehnten ganz gut eingerichtet, indem sie Marschalei mit den Kapitalisten machen, immer wieder Kompromisse machen, Verhandlungen, und eben nicht mehr die volle Kraft der Arbeiterklasse mobilisieren, richtige Streiks machen, sondern es gibt im besten Fall mal ein paar Warnstreiks, und dann knickt man in den Verhandlungen ein. Weil die Gewerkschaftsführung eben überhaupt keine Perspektive über den Kapitalismus hinaus haben. Wenn man davon ausgeht, dass man ohne den Kapitalisten eh nichts machen kann, dass man die Wirtschaft ohne Kapitalisten nicht führen kann, dann kann man auch nie richtig für die Forderung der Arbeiter kämpfen, weil man ja immer sozusagen, man darf ja nie zu weit gehen. Es steht ja von vornherein fest, dass man irgendeinen Kompromiss mit den Kapitalisten machen muss. So. FFF hat 2019 schon zum Generalstreik aufgerufen. Sie haben appelliert an die Gewerkschaften, mitzumachen. Was haben die Gewerkschaft gemacht? Der Verdi-Chef Frank Sierske, damals noch Verdi-Chef, hat dazu aufgerufen, dass Verdi-Mitglieder hingehen, aber nicht streiken, also ausstempeln, in der Mittagspause hingehen. Was absurd ist, weil nicht jeder Arbeiter wie ein Gewerkschaftsvorsitzender einfach mal mittags zum FFF-Streik gehen kann. Es ist die Aufgabe der Gewerkschaften, Streiks zu organisieren. Und die Ausrede war, das können wir nicht machen, weil der politische Streik in Deutschland verboten ist. Ob das so ist und ob das relevant ist, ist eine andere Frage. Aber Fakt ist, die Gewerkschaft hätte an diesem Tag die Arbeit niederlegen können, nämlich indem sie Betriebsversammlung einberufen hätte. Betriebsräte, die Gewerkschaften haben das Recht, fast jederzeit Betriebs- oder Personalversammlung einzuberufen. Das heißt, alle Arbeiter nehmen an dieser Versammlung teil, und die kann durchaus einen Tag lang gehen. Das heißt, es wird nicht produziert. Das hätten sie ganz einfach tun können, um de facto zu streiken an diesem Tag. Das hätten sie auch beim letzten Streik gestern machen können, beim letzten globalen Klimastreik, haben sie aber nicht so. Weil sie nicht wollen, weil sie sich eben nicht mehr mit den Kapitalisten anlegen wollen. Und FFF hätte das nutzen können. FFF hätte das nutzen können und sagen, und eine Offensive Kampagnen machen können und sagen: Schau mal, es geht doch, mach doch das. Ruft Betriebsversammlung ein, liebe Gewerkschaften. So. Und leider hat FFF das nicht gemacht. Aber das wäre halt möglich. FFF kann das. FFF kann erst recht, wenn die Bewegung die richtigen Forderungen aufstellt, kann sie so auf Streiks hinwirken und die Arbeiterbewegung gewinnen. So. Darüber hinaus muss FFF sich bei allen Arbeitskämpfen mit den Arbeitern solidarisieren und ganz klar zeigen, dass sie bedingungslos auf der Seite der Arbeiter stehen und ihre Arbeitsplätze schützen. Vor Ort sein, zu den Streiks gehen, seine Unterstützer zu den, also zu den Arbeitskämpfen gehen und für den Streik argumentieren. Oft auch da ist die Gewerkschaftsführung zurückhaltend, macht lieber vielleicht mal einen Warnstreik und sonst nichts. Und da könnte der FFF hingehen und sagen: Nein, aber wir müssen streiken, und zwar für diese konkreten Forderungen. Wir akzeptieren keine Massenentlassung. Niemand darf entlassen werden. Stattdessen müssen wir die Industrie klimaneutral umrüsten. Dazu brauchen wir alle Arbeiter. Und wenn die Kapitalisten behaupten, sie können es sich nicht leisten, sollen sie ihre Geschäftsbücher offenlegen. Mit dieser Forderung könnte FFF zu Arbeitskämpfen gehen und könnte so ganz konkret diese Spaltung überwinden. Nach jeder Ende-Gelände-Aktion wird erzählt, wie viele Arbeitsplätze dann im Kohlerevier wegfallen und so weiter. So, das könnte FFF ganz einfach dadurch verhindern.
Und ein Streik würde natürlich auch die Stellung der Arbeiterinnen und Arbeiter stärken, wenn die Arbeiterinnen und Arbeiter einen politischen Streik einfach gegen den Klimawandel machen würden. Allein dadurch, dass sie streiken, allein dadurch, dass sie zeigen, wir Arbeiterinnen und Arbeiter sind gut genug, also sind gut genug organisiert und sind bereit dazu, dass wir alle branchenübergreifend die Arbeit niederlegen. Das wäre so eine Machtdemonstration. Dass man eine viel stärkere Ausgangslage hat, was bei der nächsten Tarifverhandlung oder wenn wieder Entlastungen angedroht werden. Und nicht zuletzt kann FFF einfach alle seine Unterstützer, also die Schülerinnen und Schüler mobilisieren, dass sie auf die Lehrer und Eltern einreden. Wie lange rede ich jetzt schon? Alex, 40 Minuten, ne? Okay. Ja, genau, ich bin fertig. Also ein Lehrerstreik würde sich jetzt sehr anbieten, weil die Corona-Misere an den Schulen halt völlig miserabel ist, also ja, und es gäbe ein Potenzial für einen Streik dort und man könnte eben den Kampf der Lehrerinnen und Lehrer und der Schülerinnen und Schüler für bessere Bedingungen, also für eine sinnvollere Corona-Strategie, für ein Ende der Sparpolitik im Bildungssystem auch sehr gut mit dem Klimawandel verbinden. Und ein Lehrerstreik der DGB-Gewerkschaft GEW könnte ein Ausgangspunkt sein für Streiks der anderen DGB-Gewerkschaften. So. Das ist das Programm, das ist die Strategie, die wir Marxistinnen und Marxisten vom Funke für FFF vorschlagen. Und wenn ihr diesem Programm, dieser Strategie zustimmt, dann bitten wir euch, bei uns Mitglied zu werden, aktiv zu werden beim Funke. Denn das geht nur, wenn wir eine starke marxistische Strömung in FFF haben, in den Gewerkschaften und dort genau für so eine Strategie eintreten können und die zögerlichen Gewerkschaftsführer und die teilweise Grünen und Reformisten in der Führung von FFF halt herausfordern können.